hat, dass man immer so ein Tuch dabei hat. Das ist als Sonnenbrillenträger, hast du immer ein Brillenputztuch und das in dem Fall einer von X-Lite, ne? So, Essen auf der Rennstrecke ist ein richtiges Problem, weil irgendwie ist man verleitet dazu, nur Schwachsinn zu essen. Und die Restaurants sind schweineteuer, deswegen zeige ich euch jetzt mal, nachdem ich euch in Instagram gefragt habe, was ihr alles so auf der Rennstrecke esst, unterm Tag, abends, morgens, mittags, dachte ich mir, da waren ein paar interessante Sachen dabei, habe mich ein bisschen beeinflussen lassen. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen was gekauft, was ich so immer auf der Rennstrecke mit dabei habe. Und das schauen wir uns jetzt mal an, damit wir gut und günstig in so ein Rennstreckenwochenende und vor allem fit ernährt sind und nicht nur Zucker in uns reinhauen. Schauen wir es uns an, hier mein Mobil. Dieses Video wird euch präsentiert von Beyond Energy, der idealen Lösung, um die eigene mentale Höchstleistung permanent abrufen zu können. So, dann kommt mal rein in die gute Stube hier, in meinem heiligen Privatraum quasi, mein Wohnmobil. Ist auch echt angenehm, das zu haben, weil ich bin auch gerne mal froh, hinter mir die Tür zu machen. Ich war jetzt einkaufen bei Edeka, ich habe für ca. 60 Euro eingekauft. Das reicht mir für das ganze Wochenende mehr als genug. Manchmal tue ich da unter der Woche noch mal ein bisschen nachessen, wenn ich hier neben der Firma stehe. Und ich versuche jetzt mal zu zeigen, was ich einfach so mitnehme, was für mich wichtig ist, wo ich versuche, nicht nur unbedingt Bullshit in mich reinzuessen. Ich packe jetzt einfach oben raus. Ich habe hier Weintrauben, das ist für den süßen Hunger. Am Nachmittag, wenn ich normalerweise so einen Blanger auf Schokolade hätte, dann esse ich Weintrauben. Und das ist fürs Gewissen besser. Es war auch Zucker drin, aber zumindest irgendwie natureller Zucker. Also so kann ich das irgendwie dann kompensieren. So, hier habe ich Brot. Brot ist wichtig. Gibt es morgens, mittags und abends. Je nachdem verteile ich das so ein bisschen. Das ist bewusst Vollkornbrot, abgepacktes Vollkornbrot. Ich vermeide Weißbrot, weil da viel Zucker drin ist und das hält auch nicht lange her und ich brauche halt was lange hält. Ich esse hier morgens 2-3 Brötchen davon und es reicht eigentlich fast bis zum Mittagessen. Von dem her ist es sehr effizient und gut angelegtes Geld in Vollkornbrot. Frisches Brot ist natürlich schwierig, weil ein frisches Brot auf der Rennstrecke ist. Ich esse gern Tomaten. Einfach auch so zum Mittagessen dazu, bisschen Olivenöl drauf, bisschen Salz drauf, um so ein bisschen einfach auch was Frisches zu haben, ein paar Vitamine. Dann darf natürlich auf keinen Fall fehlen Kaffee. Also Kaffee am Morgen ist für mich unverzichtbar. Also ohne Kaffee am Morgen, da kannst du mich echt erschießen. Was habe ich noch für den kleinen Hunger zwischendurch? Studentenfutter, Nüsse mit allen möglichen Kleinigkeiten, so ein Trailmix, wo halt alles ein bisschen drin ist, für den Zwischendurchhunger. Wir erkennen es jeder 5 Minuten vor dem Turn oder 10 Minuten vor dem Turn beim Rausfahren, brauchen irgendwie so ein bisschen so Energieschub, dann einfach eine Handvoll Nüsse, hilft den Turn definitiv, vor allem, dass man halt nicht irgendwie in Unterzucker kommt, wenn man zu viel Leistung erbracht haben müsste oder irgendwie sowas dergleichen. So, dann gehen wir über. Ich habe hier Marmelade. Das ist Kirschenmarmelade. Ich mag gerne Marmelade zum Frühstück aufs Vollkornbrot. Ist nichts Besonderes. Ist zwar Zucker drin, aber einmal am Tag, zweimal am Tag ist kein Problem. Kein Mengen. So, dann habe ich hier Joghurt, Naturjoghurt. Mische ich mir meistens ins Müsli dazu, zu ein bisschen Milch. Also ich mag Müsli mit Milch und Joghurt, Naturjoghurt. Da nehme ich mir immer zwei so Bottiche mit. Die reichen mir eigentlich fürs ganze Wochenende super. Thema Müsli. Da habe ich hier das von Köln, also nicht irgendwie Kellogg's oder so, sondern das Köln-Müsli mit viel Haferflocken und vor allem auch Vollkorn, 69% Vollkorngetreide. Versuche ich mir ein bisschen drauf zu achten. Habe ich hier oben, glaube ich, noch eine angepackte Packung und sowas esse ich eigentlich von der großen auf die kleine, esse ich so am Wochenende. Aber da kann man, die werden eigentlich nicht schlecht, von dem her habe ich da. So, fürs Brot drauf zum Schmieren ein bisschen Butter. Ganz normale Streichzarte ist einfach zu schmieren. Käse in verschiedenen Ausführungen. Ich bin kein so ein Wurstfan, ich mache lieber Käse. Entweder Marmelade oder Käse. Das ist so. Das. Dann habe ich noch was für zwischendurch. Das ist hier zum Sündigen. Das ist, wenn ich wirklich Heißhunger habe und es muss schnell gehen, wenn der Zuckerpegel schon am Ende ist. Dann muss ich hier schnell reinfassen und muss mir echt
mal so einen Korni reinhauen, weil dann geht es immer anders. Habe aber auch hier so Fruchtriegel, die mag ich eigentlich auch ganz gern. Also mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zwischen den Turns auch super und gibt schnell und viel Energie. Upsi. Kaffeemilch. Kaffeemilch zum Kaffee. Ist klar, ein bisschen Milch, kein Zucker, aber wieder Milch. Was ich auch noch gern mag zum Mittagessen aufs Brötchen zum Beispiel, Oliven. Esse ich einfach so nebenbei, mag ich total Oliven. Genauso wie Olivenöl. Ich tue bei allen Möglichkeiten Olivenöl drauf. So, Deo und Handcreme. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so Oberbrille. Dann haben wir viele Bananen. Bananen, allgemein Obst. Hier habe ich noch Äpfel, die habe ich nicht eingekauft, wusste ich, dass ich noch habe. Abgepackte Äpfel halten lang. Frische Äpfel ist immer schwierig, aber Äpfel und Bananen. Auch was immer zwischendrin einmal geht. Hier habe ich noch Vollkornbrot in einer zweifachen Ausführung. Und was ich auch noch dabei habe, ist Zitronen. Tue ich mir viel ins Wasser rein. Getränke habe ich Wasser dabei, ist leider jetzt im Anhänger hinten drin, der schon auf der Rennstrecke steht, weil ich am Wochenende vorher schon am Pannoniering war. Jetzt habe ich den Anhänger stehen lassen. Da mache ich mir oft Zitronen rein, um so ein bisschen so einen zitronenlichen Geschmack zu haben. Ja, was für unterwegs. Ingwer, Bonbons. So, dann habe ich hier noch zwei Säfte. Zwei Säfte von unserem Künzinger, der ist bei uns hier ums Eck. Kennst du Künzinger? Nein. Das ist bei uns in Künzing, zwischen Vilshofen und Ostern. Klingt naheliegend, ja. Die machen sie selber. machen selber Säfte, sind sehr gut. Ist nicht so viel Zucker drin, einfach zum Morgen, zum Frühstück dazu. Mag ich das ganz gern. So, dann die Hauptspeisen. Klar, was geht einfacher als wie Nudeln? Nudeln mit, im besten Fall, Soße. Einfach warm machen. Geht einfach, geht schnell. Hier im Wohnmobil braten ist eher nicht so der Vorteil, weil da ist das ganze Fett überall rum. Deswegen habe ich hier mehr Nudeln als genug, um halt quasi Mittag mal, wenn ich wirklich Mittag großen Hunger habe, dann esse ich Nudeln. Meistens aber Mittag nur ein Brötchen oder so. Aber meistens hier am Abendessen mache ich mir halt dann Nudeln und da habe ich verschiedene Ausführungen. Von Soßen und so weiter und Spaghetti und keine Ahnung, was alles. Kühlschrank ist jetzt eigentlich fast leer, weil ich hier gerade eingekauft habe. Hier habe ich noch Milch, die habe ich gerade schon reingestellt. Milch ist natürlich wichtig, mag ich auch gerne mal so nebenbei ein Glas Milch. Honig und natürlich auch noch ein High Energy darf nicht fehlen, so wenn man am Abend einmal oder am Nachmittag so ein bisschen müde ist. Da habe ich aber auch noch was Spezielleres, wenn man so richtig am Arsch ist und es richtig heiß ist draußen und viele Elektrolyte verprasst hat draußen, dann gönne ich mir immer so ein Beyond. Das ist so ein Energy-Drink mit sämtlichen Mineralien und so weiter. Der pusht richtig, vor allem wenn man so einen Durchhänger hat, gibt es ja so extra so Flaschen dafür, ne, so einen Mixer. Wenn man so einen Durchhänger hat am Nachmittag und so richtig so ein Down, also nächster Turn, ich bin eigentlich total müde, dann mixe ich mir so ein Beyond und das pusht innerhalb von 15 Minuten, aber nicht unangenehm. Nicht so wie ein dreifacher Espresso oder so, der, wo du meinst, du kriegst das gleich ein Herzflapperer. So, das sind so die Sachen. Dann habe ich noch was ganz was Spezielles. Ich mache auch manchmal selber Kaffee mit einer Kaffeemühle. Kaffeemühle und richtigen Espresso. Habt ihr, glaube ich, in einem anderen Video schon gesehen. Weil ich stehe halt schon auf richtig guten Kaffee. Das zweite Mal. Den habe ich hier drin, extra Espresso zum Mahlen, richtige Kaffeebohnen. Wenn ich die Zeit habe und die Muse, dann mache ich mir so einen. Wenn es schnell gehen muss, dann einer aus der Kapsel. Je nachdem. So, was haben wir noch? Genau. Ist auch noch wichtig, wollte ich auch noch zeigen. Ich habe hier meinen Rucksack. Oh, Christoph, bleib stehen. Ich tue ja nicht nur Motorradfahren, viel Sport machen, sondern mache halt so auch viel Sport. So einmal Aspirin, falls mal im Falle des Falles, falls es mal schlecht geht, habe ich Aspirin dabei, logischerweise. Und was ich auch immer dabei habe, beziehungsweise täglich supplementiere, ist einmal Magnesium hochdosiert und Vitamin B-Komplex. Ich habe mal so einen Vitamintest gemacht beim Arzt, wo das Blut untersucht wird, da werden die Vitaminwerte geprüft und da hat sich herausgestellt, dass ich immer so einen leichten Vitamin B-Mangel habe. Und dann gibt es halt hochwertige Vitamin-B-Komplexe aus der Apotheke, die das kompensieren und das nehme ich wirklich täglich. Und das habe ich auch immer dabei, ist auch hier immer drin, es ist in der Firma, ist zu Hause, damit ich einfach immer morgens meine Supplemente halt dementsprechend zur Verfügung habe und keinen Tag habe, wo das nicht hergenommen wird.
So viel dazu. Ich habe auch hier einen Rucksack, da ist immer alles to go drin, alle Kabel, die ich brauche unterwegs für MacBook und Co. Dann habe ich hier ein Part für Klamotten, also den Kleiderschrank. Das sind auch Klamotten, die ich immer hier drin habe. Also ich tue die zum Beispiel nie raus, sondern es sind immer Klamotten, die ich auf der Rennstrecke dabei habe, damit ich nicht hin und her räumen muss. Das ist für mich das extrem wichtig, dass es immer schnell geht, damit ich nicht extra was ausräume. Ah, habe ich viel genug Unterhosen dabei oder viel genug Socken dabei? Sondern nee, ich weiß, die Yamaha-Shirts sind drin, die Superbike Tech Suspension-Shirts sind drin, die Sponsoren-Shirts sind drin. Ich habe ein paar Starts-Unterhosen dabei, ich habe ein Cappy dabei, ich habe Socken dabei. Und wenn ich gebrauchte Wäsche habe, dann tue ich die sofort auf der Rennstrecke hier in mein Körbchen rein. Das ist hier in der Heckgarage drin. Gebrauchte Wäsche, das ist jetzt frische Wäsche, weil die wascht dann meine Frau. Dann kriege ich so wieder zurück und das kommt auch so wieder hier rein. Das heißt, die Wäsche, die hier im Wohnmobil ist, verlässt das Wohnmobil nur zum Waschen. Und das nimmt mir einen Haufen Arbeit ab in Zeitmanagement. In so nach dem Motto, ah, ich muss auch Sachen packen, was habe ich denn dabei, habe ich alles, muss ich noch irgendwas zusammenpacken, wie auch immer. So, das war eigentlich so ein kleiner Overview in meinem Wohnmobil, was ich hier zum Leben habe und was fürs Wohl ist und was der Mensch halt so braucht, unabhängig vom Rennsport, aber dass es einem halt gut geht. Ich würde sagen, das ist auch ganz interessant für jedermann, dass man halt so ein bisschen darauf achtet, was man zu sich nimmt. Ich habe im letzten Jahr 16 Kilo abgenommen. Liegt daran, dass ich nur noch Wasser trinke und kein Bier mehr und halt ein bisschen aufpasse auf das, was ich esse. Und ich muss sagen, es gibt auch bei den gesunden Sachen ein paar Sachen, die eigentlich ganz gut schmecken. Vor allem kann ich mich gut mit Obst und Gemüse anfreunden. Das schmeckt mir gut und habe damit kein Problem. Also, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr so unterm Tag auf der Rennstrecke alles in euch hineinfuttert. Würde mich interessieren, was ihr da so für Pläne habt. Vielleicht kann ich mir das ein oder andere noch abschauen. Würde mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Abonniert natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal, wo es nur ums Thema Motorrad geht. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.